Erstsemester, liebe Studentinnen, liebe Studenten. Schön, dass Sie da sind. Nicht hier in unserer ziemlich leeren Aula, sondern irgendwo draußen an den Bildschirmen. Ich habe gerade mir noch mal die Wasserstandsmeldung durchgeben lassen. Die letzte Zahl war so irgendwo im Bereich von 400 Teilnehmern. Es ist schön, dass Sie an dieser Erstsemester-Information heute auf diese Art und Weise teilnehmen. Ein fieser Virus, so nennt ihn unser Ministerpräsident, hat unsere Welt auf den Kopf gestellt. Er ist eine Bedrohung für die Wirtschaft, für unser Zusammenleben, für unsere Gesundheit. Wir als Hochschule wollen ihn als Herausforderung nehmen, natürlich mit Ihnen gemeinsam. Unsere Wissenschaftsministerin Theresia Bauer sagt, das muss ich jetzt ablesen, wir, die Hochschulen, sind Zukunftslabore unserer Gesellschaft. Wir brauchen jetzt unsere Kreativität, Improvisationskraft und unsere Entschlossenheit, neue Wege zu beschreiten. Wir schaffen das, wir haben uns sehr gut vorbereitet, aber wir schaffen das nur mit Ihnen gemeinsam. Wir schaffen das, wenn Sie als Studentinnen und Studenten mitarbeiten, auch mit einer gewissen Disziplin. Deshalb freut es mich, dass Sie heute da sind und zuhören. Und wir brauchen auch Ihre gute Laune. Das Semester ist für uns ein Abenteuer und es wird die eine oder andere Ungänze geben. Und ich hoffe, dass Sie uns dort auch mal verzeihen können, wenn was nicht so gut klappt. Wenn Sie irgendwelche Schwierigkeiten haben, melden Sie sich bei uns. Ich werde nachher auch noch mal einblenden, wohin Sie sich melden können. Und heute gibt es natürlich noch, ich würde fast sagen, ein Overload an Informationen, auf welche Unterstützungsleistungen Sie zugreifen können. Das Programm heute sieht jetzt so aus, dass ich so einen kleinen Kurzüberblick über die Hochschule gebe. Die eigentlich wichtigen und relevanten Informationen, die kommen nachher, wenn die einzelnen Servicestellen der Hochschule ihre Unterstützungsleistungen vorstellen. Und wir haben auch noch einen kleinen Spezial- und Ehrengast da. Der Oberbürgermeister musste gestern Corona-bedingt kurz absagen, aber wir sind glücklich, dass er heute Morgen noch seinen Wirtschaftsförderer, den Herrn Unseld, motivieren konnte, dass der ein paar Worte zu uns, an uns richten kann. Ja, letztes Jahr sah die Erstsemestereröffnung ungefähr so aus. Ein Bild, das wir uns heute ja kaum mehr vorstellen können. Ich habe Ihnen vorher schon gezeigt, aktuell sieht es ungefähr so aus, also nicht ganz, einer der Stühle ist besetzt. Vor unserer Aula war letztes Jahr natürlich viel Publikumsverkehr, die Erstsemester waren hier bei gutem Wetter. Heute sieht es auch bei gutem Wetter ungefähr so aus. Vor der studentischen Abteilung gab es Andrang und das sind ja alle die Dinge, die wir mit Ihnen gemeinsam in diesem Semester über online machen wollen. Also heute Morgen sah es ungefähr so aus vor der studentischen Abteilung. Vor ein paar Minuten bin ich hier runtergegangen in unsere Magistrale. Letztes Jahr guter Betrieb, heute Morgen dieses Bild. Und das wird uns noch einige Wochen auch so verfolgen. Wir sind als Hochschule im Notbetrieb, aber wir wollen möglichst alle Lehrveranstaltungen für Sie durchführen, und zwar online. Dafür haben die Professorinnen und Professoren und die Lehrbeauftragte und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den letzten Wochen sehr viel gearbeitet. Wir sind zuversichtlich, dass wir eine gute technische Infrastruktur haben. Zumindest gestern hat es schon mal ganz gut geklappt. Und wir sind auch zuversichtlich, dass wir ein sehr gutes didaktisches Konzept haben. Und jetzt ist natürlich wichtig, dass Sie bei diesem Abenteuer auch mitmachen.
Auf unterschiedliche Weise müssen wir dazulernen. Es gibt hier beispielsweise diese Netiquette, also Netzetikette zum Beispiel für Webmeetings. Das werden die und haben vielfach auch die Lehrenden schon mit ihnen durchgesprochen. Und dann treiben sie natürlich eine ganze Reihe von Fragen um. Und auf der Seite habe ich die aktuell nicht beantwortbaren Fragen, Frequently Asked Questions, die finden Sie auch bei uns auf, im Internet. Und da ist natürlich eine Frage, wie lange wird es den Online-Vorlesungsbetrieb geben? Wir haben uns eingerichtet schon mal auf das ganze Semester. Wir wissen nicht, wann Lockerungen kommen und was diese Lockerungen für die Hochschulen und für die Studierenden bedeuten. Dann gibt es natürlich die Fragen, was machen wir mit den Laboren? Jetzt muss ich mal hier ausschalten, weil nebenher mein Handy mitläuft und irgendwie ich mich verzögert höre. Ich war beim Thema Labore. Es könnte sein, dass wir im Laufe des Semesters in einem einigermaßen gesicherten Modus auch wieder einsteigen können, das eine oder andere Labor anzugehen. Aber auch dafür haben die Professorinnen und Professoren Alternativlösungen entworfen, erarbeitet. Und dann natürlich ein großes Problem, wie werden die Prüfungen ablaufen? Also unser Prüfungszeitraum ist schwerpunktmäßig im Juli. Wir gehen heute davon aus, dass wir dort vielleicht das eine oder andere in Präsenz wieder machen können. Wir sind aber meines Wissens nach Baden-Württemberg weit die erste Hochschule, die ein großes Pilotprogramm laufen hat, Pilotprojekt. Wir wollen uns vorbereiten, auf jeden Fall, dass wir auch die Prüfungen online abnehmen können. Und hier haben Sie noch eingeblendet diese info-corona@hs-ahlen.de Adresse, an die Sie Ihre Fragen richten können. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass wir immer eine Antwort dazu haben. So, und jetzt in einem Schnelldurchgang so ein bisschen was zu unserer Hochschule. Ich habe Sie schon begrüßt und ich möchte Sie auch beglückwünschen. Sie haben eine sehr gute Entscheidung getroffen. Sie haben eine sehr gute Entscheidung getroffen für ein Studium an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften und für ein Studium an der Hochschule Aalen. Ein Studium ist nach wie vor eine sehr, sehr gute Grundlage und Basis für ein erfolgreiches Berufsleben, das auch Spaß macht. Und ich kann Ihnen versichern, Sie eröffnen sich dadurch große Möglichkeiten für Ihre nächsten Jahrzehnte. Eine Hochschule für angewandte Wissenschaften mit dem Mix aus Theorie und Praxis und dann eben die Hochschule Aalen. Und warum ich der Meinung bin, dass die Hochschule Aalen eine sehr gute Entscheidung war, will ich Ihnen nachfolgend ein bisschen mit ein paar Bildern erläutern. Vielleicht zuerst ein paar Zahlen. Sie sehen hier unseren Campus so oben in der Mitte etwas verkleinert. Unser Gebäude Beethovenstraße und dann eben diese Straße durch den Wald durch, unser Campusteil Burren, der unten zu sehen ist, ungefähr knapp 6.000 Studierende, die wir heute haben, in roundabout 40, 50 unterschiedlichen Studiengängen. Wir haben 160 Professuren und ungefähr 400 oder heute 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Inhaltlich sind wir so aufgestellt, dass Sie hier in der Mitte eine starke Technikachse sehen, vom Maschinenbau über die Mischthemen Optik, Mechatronik bis zu Elektronik und Informatik. Vorne unsere mittlerweile Studierenden stärkste Fakultät, die Fakultät der Wirtschaftswissenschaften und hinten die Naturwissenschaften mit der Chemie. Das Bild brauchen Sie nicht so ganz genau anschauen, aber Sie sollten einfach sehen, dass sich das Hochschulsystem bundesweit in den letzten 10, 20 Jahren sehr dynamisch entwickelt hat. Und das sehen Sie an dem Verlauf der Studierendenzahlen in der ersten Grafik, am Verlauf der Master
Angebote oder Masterstudierenden in der zweiten Grafik. Also wir haben mittlerweile in Aalen über 2000 Masterstudierende und die haben wir quasi alle diese Angebote in den letzten 10 Jahren aufgebaut. Wir sind auch sehr erfolgreich aktiv in dem Bereich der berufsbegleitenden Studierenden. Die kommen dann nochmal obendrauf auf die knapp 6000 Studierende und da haben wir die Zahl 1000 mittlerweile auch überschritten. Wir sind stolz darauf, dass wir bei dem größten Ranking, europäischen Ranking, dem Multi-Rank, beim letzten Mal in 2 Kategorien unter den Top 10 waren, also im Bereich Betriebswirtschaftslehre, im Bereich des Maschinenbaus, sehen Sie die Hochschule Aalen in beiden Fällen auf der Landkarte dieser Top 10 der Hochschulen, wenn wir die Lehrindikatoren anschauen. Wir haben vor wenigen Wochen die Information erhalten von StudyCheck, das ist ein Bewertungsportal, auf dem Sie auch Ihre Bewertungen, auch Ihre konstruktive Kritik an den Studiengängen abgeben können. Und da sind wir stolz drauf, dass wir dort bei der letzten Bewertung bundesweit als Hochschule auf Platz 6 gekommen sind. Wir investieren einiges in die Lehre, sind auch stolz darauf, dass wir die in dem mittlerweile vorletzten Landeslehrpreisträger in Baden-Württemberg unter unseren Professoren haben. Und unser Lehrkonzept hatte ich schon so ein bisschen angeschnitten. Theoretische Grundlagen sind wichtig, nutzen Sie dort auch die Angebote, die wir haben, insbesondere auch die freiwilligen Angebote, zum Beispiel Tutorien, ganz wichtig. Und dann in diesem Semester natürlich auch Selbstlernen von großer Bedeutung. Dann wird sicherlich, Ihr Studium wird ja noch lange gehen, wird das Thema Praxis, auch Praxiserfahrungen wichtig sein. Ein Thema, das mir am Herzen liegt, Ihre nächsten Jahre müssen Sie auch nutzen für die Entwicklung Ihrer Persönlichkeit. Und Entwicklung der Persönlichkeit, da gehört ziemlich viel dazu. Und da habe ich auch ein paar Dinge Ihnen vorgestellt. Das hier ist jetzt nochmal so ein Einblick in die Hochschule bei der Aalener Industrie Kontaktmesse, also das Thema in Kontakt kommen mit Firmen. Praxisorientierung, nutzen Sie die Möglichkeiten, dort auch mit Firmenvertretern zu diskutieren. Wir haben ein Angebot im Studium Generale, um über den Tellerrand hinauszuschauen. Und dort schauen wir, dass wir auch immer wieder mal Top-Leute hier zu einem Vortrag bekommen. Letztes Jahr hatten wir beispielsweise 2 der 5 Wirtschaftsweisen und Professor Feld war ja in der letzten Zeit auch relativ häufig in der Presse. Die hatten letzten Juli hier an der Hochschule im Stützelsymposium einen Vortrag gehalten. Oder in diesem sehr erfolgreichen, in dieser erfolgreichen Reihe Industriedialog in Industrie 4.0. Da hatten wir beispielsweise schon die Microsoft-Deutschland-Chefin hier zum Thema Internet of Things und viele andere Vertreter auch der regionalen Wirtschaft. Internationale Erfahrungen, und das erlauben Sie mir, dass ich da vielleicht im Moment ein bisschen noch innehalte, diese internationalen Erfahrungen sind in der Zukunft mindestens genauso wichtig wie in der Vergangenheit, auch wenn sich das im Moment viele gar nicht mehr vorstellen können. Wir müssen nach der Krise auch die internationalen Beziehungen, Kontakte, Austausche wieder hochfahren. Ich habe in den letzten Wochen von vielen Partneruniversitäten auch Schreiben erhalten, also Solidaritätsbekundungen. Und für Sie während Ihrem Studium gibt es, da bin ich mir ganz sicher, noch die eine oder andere Möglichkeit, Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Und dazu brauchen Sie natürlich auch Fremdsprachenkenntnisse. Und da habe ich Ihnen... Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät und das Gerät. Überlebensradar.
We are sinking. Hallo? This is the German Coast Guard. We're sinking. What are you thinking about? Ja, ich hoffe, da draußen hat jetzt vielleicht der eine oder andere ein bisschen wenigstens geschmunzelt. Also Englischkenntnisse sind wichtig und deshalb ist es auch so, dass wir die eine oder andere Vorlesung auf Englisch anbieten, auch um Sie so ein bisschen zu motivieren, dass Sie wahrnehmen, dass das wichtig ist. Und hier haben wir zwei Studierende mit Bildern noch drauf, die im Auslandssemester waren. Der Herr Romay, der auch so als Studierendenvertreter zum Beispiel im Senat sich ziemlich engagiert hatte, war, glaube ich, zweimal im Ausland, einmal in Shanghai, in China, und dann haben wir die Frau Cebula, die in Südafrika ihr Praxissemester gemacht hat. Wir entwickeln die Hochschule weiter, auch in sehr, sehr guter, enger Kooperation mit der Stadt, die auch die strategische Bedeutung der Hochschule durchaus wahrnimmt, und somit konnten wir die Voraussetzungen schaffen, dass wir also dieses Jahr im Herbst den Spatenstich für diesen Waldcampus-Teil mit einem eigenen Fakultätsgebäude für die Wirtschaftswissenschaften hier in der Mitte, eine neue Mensa links und Studierendenwohnen und auch Kinderbetreuung auf der rechten Seite angehen können, genauso wie verschiedene andere Baumaßnahmen, auf die ich jetzt nicht so eingehen werde. Ich glaube, das Thema Lernräume an der Hochschule, erlauben Sie, dass ich das jetzt einfach überspringe. Das ist jetzt im Moment nicht so relevant. Wir haben hier künstliche Intelligenz, mit der Sie vorhersagen können, welche Lernräume im Moment wie belegt sind. Ich kann Ihnen das auch ohne diese künstliche Intelligenz sagen. Im Moment sind die Lernräume nicht belegt. Ein zweites Aktionsfeld der Hochschule ist das Thema Forschung. Und da sind wir stolz drauf, dass wir sowohl baden-württembergweit als auch deutschlandweit führend sind im Bereich der Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Und ein paar Belege dafür, da gibt es mittlerweile noch eine neue, die allerdings noch nicht offiziell verabschiedet ist. Es wird aber so sein, dass wir das 14. Mal in Folge die forschungsstärkste Hochschule für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg, wenn man es misst an eingeworbenen Drittmitteln, und die brauchen wir ja, um forschen zu können, Forschungsmitarbeiter bezahlen zu können, und wenn man es misst an Publikationen. Und das nächste Bild, das zeigt eine Datenbank des Bundes, des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft und Forschung. Und dort sehen Sie alle Drittmittel an Hochschulen für angewandte Wissenschaften deutschlandweit. Und da gibt es natürlich auch die großen Hochschulen, die um die 20.000 Studierende haben, und die haben dann irgendwo so 6, 7 Millionen eingeworbene Drittmittel. Und dann gibt es hier ein ziemlich herausragenden ersten Platz. Das ist die Hochschule Aalen. Das ändert sich mehr oder weniger über die Zeit. Das sind die aktuell laufenden Drittmittel, abgefragt im Dezember 2019, das letzte Mal. Dafür haben wir jetzt auch die Möglichkeit, ein Forschungsgebäude dieses Jahr in Betrieb zu nehmen. Wird hoffentlich im Herbst dann auch unter Vorpublikum eröffnet werden. Und dann noch ein paar Bilder, jetzt virtuellen Rundgang durch die Forschung. Hier sehen wir unsere Gießerei mit dem Thema Leichtbau, wichtig für CO2-Footprint. Dann haben wir hier die Elektromobilität, Elektromotoren mit dem Professor Steinhardt. Hier haben wir wieder ein Bild aus der Gießerei. Batterieherstellung, also die Themen für Nachhaltigkeit, erneuerbare Energie, Elektromobilität treiben uns um. Batterien werden auch charakterisiert mit Elektronenmikroskopen und auch untersucht mittels künstlicher Intelligenz. Das sind mikroskopische Bilder, die eben, von denen Hunderttausende auf Fehler in diesen mikroskopischen Untersuchungen untersucht werden. Oder das Thema 3D-Druck, in dem Fall 3D-Druck mit Metall.
oder 3D-Druck mit von Kunststoffteilen, aber für spezielle optische Anwendungen, also Teile, optisch aktive Teile, mit denen man optische Messgeräte machen kann. Industrie 4.0 ist natürlich ein Thema an der Hochschule. Robotik hier im Laserlabor oder jetzt auch Gesundheitsthemen im Bereich der Augenoptik. Dort untersucht man in diesem Fahrsimulator zum Beispiel die Blendwirkung. Das sind dann über Kabelroboter eingefahrene Leuchten, die die Augen blenden, und dann kann man Nachtfahrt sehr gut simulieren. Das sind unsere Forschungsaktivitäten, bei denen wir, wie gesagt, sehr erfolgreich sind, auch unter den anderen Fachhochschulen und Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Wir sind aber auch eine Hochschule für die Region, und deshalb wollen wir auch hineinwirken in die Gesellschaft, in die Region, über unterschiedliche Aktivitäten, die ich Ihnen ganz kurz darstellen möchte. Die Förderung von Interesse für MINT, also naturwissenschaftliche Themen von Kindern. Dort ist jetzt seit, mittlerweile ungefähr knapp zwei Jahren, das Explorino Science Center in Betrieb gewesen, bis es geschlossen wurde vor wenigen Wochen, Corona-bedingt, aber das wird wieder aufmachen. Gehen Sie rein, sobald Sie dann wieder da sind, und dann können Sie das eine oder andere spannende Experiment dort erleben und hands-on auch selber machen. Bei der Einweihung war unsere Kultusministerin, die Frau Dr. Eisenmann, hier an der Hochschule. Und da gibt es dann auch zum Beispiel den Ames-Raum, und dort können Sie so die wahren Größenverhältnisse auch abbilden. In dem Fall war unsere Wissenschaftsministerin Frau Bauer bereit, in diese Ecke sich zu stellen. Also das sind Exponate, die Sie einfach mal ausprobieren müssen. Auch eine spannende Sache für diejenigen, die sich vielleicht mit dem Gedanken tragen, auch mal selber ein eigenes Ding auszuprobieren, ist unser Startup-Zentrum, Innovationszentrum auf dem Burren drüben, eingeweiht von unserem Ministerpräsidenten Kretschmann. Auch dort bei den Gründungsaktivitäten sind wir deutschlandweit relativ weit oben. Also was Sie hier sehen, ist da dieser gelbe kleine Fleck auf der linken Seite relativ weit oben. Das sind wir, das ist die Hochschule Aalen. Und wenn man jetzt Baden-Württemberg weit das betrachtet, ist unter Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Unis in der Größenordnung zwischen 5.000 und 15.000 Studierenden nur die Uni Mannheim noch vor uns. Wir haben dort viele Start-ups aus Studierendenteams, im Moment über 60. Mehr als die Hälfte davon beschäftigt sich mit der Digitalisierung, und der eine oder andere Studierende hat mir erlaubt, auch schon sagen zu dürfen, dass er durchaus auch schon Geld verdient hat, also seine erste Million, bevor er den Bachelorbrief dann überreicht bekommen hat. Die haben verkauft, sehr erfolgreich im Bereich von Messgeräten. Wenn ich sage die hier, dann können Sie es natürlich nicht sehen. Das ist Blue Ocean Nova, und rechts oben Mark 3D, das war ein cleveres Geschäftsmodell von Herrn Lutz, das er eben auch dann sehr erfolgreich führen konnte. Marketingmäßig für uns natürlich auch ganz spannend. Einer der ersten Gründer war, der im Innovationszentrum war, war der Herr Escher, der hier BWL für KMU studiert hat, und diese durchaus bekannte Gin-Marke, die also nach 50 Jahren das erste Mal den weltweit besten Gin nach Deutschland geholt hat, oder der Philipp Frenzel mit seinem Airbag fürs Smartphone. Das heißt, wenn das Smartphone fällt, dann fährt dort ein weicher Landeapparat aus, und das hat er hier vorgeführt, unserer Wirtschaftsministerin Hofmeister Kraut.
Wir brauchen Sie natürlich auch mit Ihrem Engagement in unseren Gremien, ob das Senat ist, ob das Hochschulrat ist, ob das die verfasste Studierendenschaft ist, ob das Emotion Rennteam ist und so weiter. Also machen Sie mit, gestalten Sie die Hochschule aktiv mit. Wir brauchen Sie dazu und wir wollen Sie unterstützen. Vielleicht nicht in jeder Facette, also Kisten schleppen, aber, und das wird Ihnen nachfolgend ja auch nochmal vorgestellt, was es da alles an Unterstützungsleistungen gibt zum Thema Wohnungssuche, Auslandsaufenthalt, auch Studienfinanzierung, auch vielleicht in der aktuellen Situation ein heißes Thema. Und dann wird es irgendwann wieder Sportfeste, Stadtläufe geben an der Hochschule mit, wie man hier sieht, etwas dynamischeren Studierenden im Vergleich zu den Professoren oder Rollouts von unserem Rennteam, also einem Rennwagen, der jedes Jahr präsentiert wird, hier in einer relativ dichten Umgebung. Oder im Moment sehe ich gerade auf unser Beachvolleyballfeld, das abgesperrt ist und es wird hoffentlich im Sommer dann auch wieder offen sein. Und jetzt zum Abschluss noch ein Anliegen von mir. Sie haben eine gute Entscheidung getroffen zu studieren. Und Sie haben alles, was es dafür braucht. Sie haben nämlich die Hochschulzugangsberechtigung. Und die besagt, dass Sie intelligent sind und dass Sie strukturiert sind und dass Sie fleißig waren. Dadurch haben Sie die Hochschulzugangsberechtigung erhalten. Studieren ist auch Arbeit. Aber der Lohn ist natürlich hier ein Zertifikat, das Ihnen viele Türen öffnen wird. Deshalb bringen Sie den Aufwand, den Schweiß, die Zeit und die Mühe, um sich da durchzugraben und geben Sie nicht auf. Es wäre schade, wenn Sie zu früh aufgeben, weil wir wollen Sie wiedersehen in einigen Jahren in einer Absolventenverabschiedung, bei der wir Ihnen dann Ihre Zeugnisse, Ihre Zertifikate überreichen können. Und wie wir das dann in der Zukunft gestalten, wissen wir auch noch nicht so recht. Wahrscheinlich brauchen wir dazu einen Mundschutz. Da gibt es auch schon erste Designstudien dafür. Wenn Sie dort gute Ideen haben, speisen Sie es uns ein. Ich wünsche Ihnen, wir als Hochschule wünschen Ihnen einen, trotz der aktuell schwierigen Lage, einen guten Start in dieses Online-Semester. Wir sind für Sie da, auch wenn Sie uns zum Teil nicht sehen oder nur virtuell erleben. Speisen Sie Ihre Fragen ein und ich freue mich dann, viele von Ihnen irgendwann wieder an der Hochschule sehen zu können. Wir kommen gemeinsam durch diese schwierigen Zeiten und brauchen aber dazu auch Ihre Unterstützung und Ihre Geduld. Vielen Dank. So, ich wäre durch mit meinem Vortrag. Vielleicht so ein bisschen noch, was alles auf Sie zukommt. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. Though mine, I like your style. Here you make me, make me, make me wanna cry. Now I beg to see you dance just one more time. They say, dance for me, oh-oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, oh-oh. When you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands,
Just my demon, look me in my eye. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. Oh my, I like your style. Ew, you make me, make me, make me wanna cry. You just beg to see me dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh oh. Never seen anybody do the things to do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh oh, oh oh, oh oh. Never seen anybody do the things to do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. Ja, so oder so ähnlich kann dann auch in Zukunft die digitale Lehre erfolgen. Wir haben jetzt einen kleinen Ausschnitt gesehen und das Rektorat hat den Meetingraum verlassen. Hier nochmal einmal ganz, ganz herzlichen Dank auch an die musikalische Unterstützung von Katharina und Markus Peter und an die vielen Beteiligten, die hier mitgewirkt haben. Ich habe Professor Scheuermann gesehen, Herrn Schneider habe ich gesehen, Angela Merkel habe ich gesehen. Und ich hoffe, dass auch die Telcos, die dann auch in Zukunft in den Vorlesungen laufen, vielleicht auch so ähnlich ablaufen. Als nächsten Gast möchte ich Herrn Unseld begrüßen von der Wirtschaftsförderung der Stadt Aalen. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen in Aalen, in der Forschungsstadt Aalen. Ich würde Sie jetzt gerne heute hier alle persönlich begrüßen, aber außergewöhnliche Maßnahmen und Zeiten erfordern vielleicht auch außergewöhnliche Maßnahmen, zukunftsweisende Maßnahmen, wer weiß. Es freut uns auf jeden Fall sehr, dass Sie sich für die Hochschule Aalen entschieden haben. Hier auf der Ostalb, mitten im Raum für Talente und Patente, finden Sie die besten Voraussetzungen für Ihre Zukunft, für Ihre berufliche Zukunft und können sich hervorragend auf Ihre weitere Entwicklung ausrichten. Die Gründerhochschule Aalen bietet Ihnen ganz hervorragende Voraussetzungen für Ihre weitere berufliche Entwicklung. Der Herr Professor Schneider hat ja schon einiges angeschnitten und hat auch jetzt aufgezeigt, wie gut die Kooperation zwischen der Stadt, für die ich heute hier spreche, und der Hochschule, wie gut die Kooperation gemeinsam läuft. Gemeinsam pflegen wir viele Kooperationen, sei es jetzt in der Stadtentwicklung, beim Waldcampus, beim Innovationszentrum, beim Accelerator oder auch bei dem Leuchtturm, der so hoffentlich auch dieses Jahr stattfinden wird, nämlich bei der Make Ostwürttemberg 2020. Hier an der Hochschule Aalen wollen wir da zeigen, was in der Region steckt, was in der Hochschule steckt, was in Ihnen als Studierende, als Maker, als Gründer steckt und wollen die Zukunft feiern. Wir wollen gemeinsam zeigen, dass wir immer noch da sind, dass wir wieder da sind und dass nach der Krise vor der Zukunft ist oder mitten in der Zukunft drin ist. Gemeinsam wollen wir die Innovationskraft feiern, gemeinsam wollen wir Ihre Ideen feiern, hier auf dem Campus der Hochschule.
Und wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr, wenn wir Sie alle dann hier tatsächlich persönlich auch in Aalen begrüßen dürfen, in unserer wunderbaren Innenstadt mit toller Gastronomie, mit tollem Einzelhandel. Das heißt auch das Appell, ziehen Sie nach Aalen, werden Sie Bürger der schönen Stadt Aalen und zeigen Sie, wie toll die Ostalb wirklich ist. Hier ist alles nah beieinander. Naturraum, Stadtraum, Hochschule, Wissen, Forschung, Gründung. Also wir freuen uns auf Sie. Aalen freut auf Sie, freut sich auf Sie. Wir freuen uns auf Sie. Bis bald in Aalen. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Janine Söcker, ich bin Mitarbeiterin in der Abteilung Kommunikation, Presse und Marketing und ich werde Sie jetzt im zweiten Block begleiten und Ihnen die Hochschuleinrichtungen und die studentischen Initiativen vorstellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch für mich ist das hier eine sehr skurrile Situation. Normalerweise ist zum Sommersemester diese Aula brechend voll und jetzt stehe ich hier vor einem leeren Raum. Sie können mich sehen, ich kann Sie nicht sehen und ich bin froh, dass wenigstens ein paar Mitarbeiter mich hier unterstützen. Und aus diesem Grund haben wir uns was überlegt und zwar würden wir gerne Sie ermuntern, uns zu zeigen, wie Sie jetzt und wo Sie die Erstsemesterbegrüßung erleben. Sei es zu Hause auf dem Sofa, auf dem Balkon, im Baumarkt, auf der Wiese. Wir wollen Ihre Bilder. Und ich habe schon mal den Anfang gemacht, habe ein Selfie von mir fotografiert und das in meine Instagram-Story gepostet. Und das wollen wir jetzt auch von Ihnen hören oder sehen. Und zwar ganz wichtig mit der Verlinkung @Hochschule Aalen, dass Sie Ihre Bilder in Ihrer Instagram-Story posten und wir teilen dann Ihre Bilder auf unserem Account. Genau. Ich hoffe, da kommt auch ein bisschen was zusammen. Kommen wir jedoch jetzt zu den zentralen Einrichtungen. Hier ganz kurz zur Erwähnung. Natürlich sind jetzt nicht alle hier. Das ließ sich leider nicht einrichten. Aber alle Abteilungen, die hier mitgewirkt haben, haben uns Videos zugeschickt und die werden wir dann entsprechend einblenden. Wir beginnen mit dem International Center und dem Akademischen Auslandsamt. Und hier wird uns Rose Binder was erzählen zu dem Thema Auslandssemester und Studieren im Ausland. Hallo und herzlich willkommen an der Hochschule Aalen. Ich bin Rosemarie Frances Binder und ich vertrete das Akademische Auslandsamt. Die Hochschule Aalen ist international. Jedes Semester begrüßen wir die Ankunft von Austausch- und Degree-Seeking-Studierenden von vielen Ländern aus der ganzen Welt. Und sie haben die Chance, von der Unterstützung unserer internationalen Studierenden zu profitieren. Werfen wir jetzt einen Blick auf unser sehr beliebtes Buddy-Programm. Thank you.
Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Sie in Zukunft ein Buddy werden können? Dann kommen Sie am Montag, 27. April, um 18 Uhr zu uns auf Zoom. Wir bringen nicht nur die Welt zu Ihnen, wir bringen Sie auch in die ganze Welt. Mit der großen Zahl von Partnerhochschulen und unserem soliden internationalen Netzwerk bereiten wir Sie auf die Zeit Ihres Lebens vor. Studium und Praxis im Ausland. Seien offen für alle. Seien Sie offen für Neues. Verbessern Sie Ihre soziale und interkulturelle Kompetenz. Verbessern Sie all Ihre Fremdsprachenkenntnisse. Arbeiten Sie in internationalen Teams. Erweitern Sie Ihre Perspektiven. Warum? Weil Unternehmen bestätigt haben, Absolventen mit Auslandserfahrung zeigen bessere Leistung. Das erfahrene und hochkompetente Team des Akademischen Auslandsamts ist bereit und super aufgeregt, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Bitte kontaktieren Sie uns. Akademisches Auslandsamt, Beratung zum Studium und Praktikum im Ausland. Betreuung internationaler Studierende. Wir wünschen Ihnen eine sehr angenehme und erfolgreiche Zeit hier mit uns in Aalen. And don't forget, you rock! Ja, vielen Dank an Rosemary Frances Binder für die Vorstellung zum Akademischen Auslandsamt. Wir kommen jetzt zur der Abteilung der zentralen Studienberatung mit Evelyn Rettenmeier und Miriam Bischoff. Die zentrale Studienberatung ist für Sie da, wenn Sie zum Beispiel sich überlegen, einen Studiengangswechsel anzustreben oder wenn Sie studieren in besonderen Lebenslagen, wie zum Beispiel studieren mit Kind oder studieren mit Behinderung. Aber auch die Studienberatung informiert zum Thema BAföG. Film ab. Ja, hallo, wir begrüßen Sie auch ganz herzlich in Ihrem Studium an der Hochschule Aalen. Wir sind die zentrale Studienberatung und würden Ihnen gerne jetzt vorstellen, was wir für Sie an Unterstützungsangeboten zur Verfügung haben. Mein Name ist Miriam Bischoff, ich leite die zentrale Studienberatung und wir haben jetzt hier einfach mal ein bisschen aufgelistet, was so die Themen sind, mit denen wir zusammenarbeiten können. Das ist einmal das Thema Lernen und natürlich ein ganz wichtiges Thema im Studium. Wir bieten Lerncoachings an, wir bieten Beratung an zum Zeit- und Selbstmanagement. Da es ja im Moment jetzt gar nicht so einfach ist, das in der direkten Beratung zu klären, im Gespräch, haben wir auf der Lernplattform Canvas einen Kurs eingerichtet. Der hat den Titel Lerntipps fürs Selbststudium und da haben wir für Sie schon mal einiges an Tipps, an möglichen Anregungen zur Verfügung gestellt, wo Sie sich mal reinklicken können und mal schauen können, was Sie vielleicht für sich da schon mal mitnehmen können. Wir können aber auch gerne individuell dazu nochmal in Kontakt gehen, im Moment zum Beispiel telefonisch oder über den Chat und mal gucken, wie wir Ihnen da weiterhelfen können zum Thema Lernen. Es gibt natürlich auch andere Themen, die wichtig sind, zum Beispiel auch während des Studiums, wenn Sie vielleicht verunsichert sind, ob Sie das Studienfach weiterführen wollen, ob Sie vielleicht darüber nachdenken, vielleicht eine Alternative zum Studium zu wählen. Da können wir Ihnen helfen und können zusammen eben schauen, wie wir zu einer guten Entscheidung kommen. Also wenden Sie sich da gerne an uns, wenn Sie unsicher sind und Zweifel haben. Das ist immer gut, dann jemanden zu haben, mit dem man darüber reden kann und der sich dann auch eben auskennt, wie dann die weiteren Wege laufen. Ja, dann können natürlich auch andere Lebenslagen im Studium eine Rolle spielen, die dann vielleicht auch Probleme oder Herausforderungen eben mit sich bringen. Wenn Sie jetzt in besonderen Lebenslagen sind, zum Beispiel, weil Sie krank sind oder weil es eine Einschränkung oder eine Behinderung gibt, auch da helfen wir gerne weiter. Wie Sie zum Beispiel Erleichterungen bekommen im Studium, was es für Möglichkeiten gibt, zum Beispiel zum Thema Nachteilsausgleiche.
wenn sie jetzt mit Kind studieren oder Angehörige pflegen müssen oder auch persönliche oder familiäre Schwierigkeiten haben, dann kommen sie auf uns zu und wir schauen, was es für gute Lösungen gibt in diesen Situationen. Was wir an der Hochschule auch haben, ist eine Studierendengruppe, die sich mit dem Thema Autismus auseinandersetzt. Also da sind selbst Betroffene auch drin. Sie können aber auch gerne zu uns stoßen, wenn Sie Interesse an dem Thema haben oder vielleicht auch im Umfeld eben mit Betroffenen zu tun haben. Also hier geht es um einen Austausch und der ist in der Regel sehr hilfreich für die Personen. Also wenn Sie Interesse haben, kommen Sie da auch gerne auf uns zu. Weitere Themen, wo wir Ihnen weiterhelfen können, sind auch das Thema Studienfinanzierung zum Beispiel, also welche staatlichen Hilfen es gibt, welche Stipendien es gibt, die man da nutzen kann. Wir können auch gerne mal eine Aufstellung machen, wie sind denn Ihre Ausgaben und wie kommen Sie dann eben zu einer guten Studienfinanzierung. Auch das Thema Wohnen spielt selbstverständlich eine Rolle. Wenn Sie da Fragen haben, kommen Sie auf uns zu. Wir finden gemeinsam eine Lösung und helfen Ihnen bei diesen Problemen. Ja, und auch ein herzliches Hallo und herzlich willkommen von meiner Seite aus. Mein Name ist Evelyn Rettenmeier. Ich bin auch Mitarbeiterin der Zentralen Studienberatung und stelle Ihnen jetzt mal kurz vor, wie Sie uns in den nächsten Wochen am besten erreichen. Also normalerweise würden Sie ja jetzt heute im Rahmen der Erstsemesterbegrüßung bei uns am Infopoint für Studierende vorbeikommen. Der befindet sich in Raum 235a hier im Gebäude Beethovenstraße. Aber dadurch, dass wir jetzt momentan keine Sprechzeiten anbieten können, sehen Sie hier unten jetzt hier die alternativen Kontaktmöglichkeiten. Also zum einen telefonisch als auch online über E-Mail-Anfragen. Da schauen wir einfach mal, um was für ein Anliegen handelt sich, was ist so der beste Kommunikationsweg. Und dann besteht auch die Möglichkeit, dann beispielsweise terminierte Chatberatungen zu vereinbaren und da einfach auch mal zu schauen, okay, ist der Kommunikationsweg vielleicht der richtige in dem Moment. Wir freuen uns jedenfalls, Sie dann auch möglichst bald wieder persönlich hier am Infopoint für Studierende begrüßen zu können. Das Akademische Auslandsamt, das Career Center und auch die Bibliothek bieten hier wöchentliche Sprechstunden an und ich denke, es ist immer eine gute Anlaufstelle, auch über unsere studentischen Hilfskräfte kurze Wege an Informationen zu kommen um zu erfahren, ja, wie kann es denn für mich weitergehen. Ja, wie gesagt, guten Start jetzt erstmal ins neue Semester, in die Vorlesungen und ja, auf bald wieder in Alter. Tschüss. 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 Ja, vielen Dank an die Zentrale Studienberatung. Und wir kommen jetzt zur Campus-IT. Die Campus-IT ist natürlich nicht nur dafür da, die gesamten PC-Pools zu betreuen, sondern auch für das Netzwerk, fürs WLAN, aber auch für die gesamten Hochschulaccounts, für die Stud-Mails und wie das weitere Angebot aussieht, das erzählt Ihnen der Herr Ragalla. Ein herzliches Willkommen auch von der Campus-IT. Mein Name ist Sascha Ragalla. Ich bin einer von 15 Mitarbeitern, die für euch da sind. Und ich möchte euch jetzt mal einen kurzen Überblick geben, was wir denn für Services bieten und was ihr bei Problemen oder Fragen tun könnt. Wir sind zuständig für zum Beispiel Stud-Mail, dann die Lernportale, die Selbstverwaltungsportale, mit denen ihr schon Kontakt hattet, OpenVPN, Office 365, das sind alles Fragen, die wir euch beantworten können, wenn ihr welche habt oder auch bei Problemen helfen. Vor Ort, was aktuell weniger eine Rolle spielt, bieten wir natürlich auch das WLAN an und die PC-Pools. Für die PC-Pools zum Beispiel ist ein sogenannter FIO zuständig, das heißt, jede Fakultät hat ihren eigenen Systemadministrator. Und all diese Informationen findet ihr auch auf unserer Webseite. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Probleme habt, schaut am besten erstmal hier rein. Da werden sicherlich 80% der Fragen beantwortet. Da findet ihr einen Überblick aus dem Bereich IT,
irgendwelche News, wenn wir Wartungsfenster schalten müssen, weil zum Beispiel Stuttmail geupdatet werden muss oder sowas. Anleitungen und Informationen. Wie komme ich von zu Hause auf mein Laufwerk? Wie funktioniert Office 365? Wie funktioniert OpenVPN? Und so weiter. Und auch die entsprechenden Ansprechpartner und Kontakte. In der aktuellen Situation ist es sinnvoll, wenn ihr bei Fragen oder Probleme habt, dann wendet euch am besten direkt per E-Mail an helpdesk@hs-aalen.de. Der Helpdesk ist werktägig von 7 bis 16 Uhr besetzt und wir beantworten eure Fragen in der Regel innerhalb von 24 Stunden beziehungsweise leiten diese dann an den zuständigen Kollegen weiter. Zum Thema E-Mail. Schaut, dass die Stuttmail funktioniert. Ihr könnt die auch auf irgendwelchen Clients einrichten. Auch dazu haben wir natürlich Anleitungen bereitgestellt. Und ja, ich wünsche euch einen erfolgreichen Start ins neue Semester. Danke fürs Zuhören. Ja, ich habe mich jetzt gerade mal in unsere Story reingeklickt. Das sieht schon ganz gut aus. Allerdings glaube ich, da geht noch ein bisschen was. Also wenn ich die Zuschauerzahlen sehe, die gerade auf YouTube live sind, es könnten noch ein paar Bilder online gehen. Ansonsten sehe ich hier ein leckeres Käsebrötchen, das könnte mir auch gerade gut gefallen. Aber wir kommen jetzt weiter zur Bibliothek. Und wenn Sie die Bibliothek suchen, Sie finden die auf dem Campusteil Burren, und zwar im Gebäude 3. Das ist quasi an der B29 gelegen, der Campusteil. Und welches Angebot die Bibliothek aktuell hat, auch zu Zeiten der Corona-Pandemie, sind sie auch eingeschränkte Öffnungszeiten, das erzählt Ihnen die Silke Egelhoff. Liebe Erstes, herzlich willkommen an der Hochschule Aalen. Mein Name ist Silke Egelhoff und ich komme aus der Bibliothek. Und ich wollte Ihnen heute mal kurz unsere Services vorstellen. Das, was Sie jetzt hier bei mir auf dem Bildschirm sehen, das ist die Homepage der Bibliothek. Die Bibliothek finden Sie immer hier im Footer auf jeder Seite der Hochschule. Das heißt, hier kommen Sie ganz schnell zu uns. Ich möchte Sie heute einfach nur verweisen auf diesen roten Balken, weil aufgrund der Corona-Pandemie ist gerade natürlich alles ein bisschen anders als sonst. Und hier machen wir immer die Informationen rein, die gerade gelten. Also wir tun diese Seite ständig updaten, falls es Neuerungen gibt. Ich habe dieses Video jetzt am 14.04. aufgenommen. Das bedeutet, Stand ist gerade 14.04. Wenn sich aber was ändert, ist das, wie gesagt, hier schon drinnen. Sie können bei uns Printmedien ausleihen, obwohl die Bibliothek gerade im Moment geschlossen ist. Und zwar haben wir uns überlegt, dass die Studierenden uns eine E-Mail schreiben können an diese E-Mail-Adresse mit ihrem Namen und der Matrikelnummer. Wir suchen die Bücher für sie dann raus, buchen sie auf ihr Konto und sie können sie dann zu diesen Zeiten dann immer zur vollen Stunde abholen. Dann kommt eine Kollegin vor die Tür und macht es dann für sie. Sie können Bücher auch abgeben, und zwar über den Buchrückgabekasten. Den finden Sie vor der Bibliothek, der ist immer geöffnet. So, und am besten für Sie wäre es vermutlich, wenn Sie Bücher finden, die Sie online nutzen können. Und zwar haben wir im Bestand inzwischen 120.000 E-Books und Ihre Professoren haben auch schon im Vorfeld ein bisschen geguckt, dass E-Books vorhanden sind. Wenn Sie auf unsere E-Books zugreifen möchten, dann benötigen Sie diesen OpenVPN. Den OpenVPN benötigen Sie noch für andere Dinge, wie zum, ich glaube, für die Noteneingabe oder so, aber nageln Sie mich nicht fest. Auf jeden Fall sollten Sie sich den OpenVPN auf Ihrem Rechner downloaden, sich damit verbinden mit Erkennung von der Campus-IT und dann öffnen Sie den Browser. Und wenn Sie das tun, dann können Sie auf unsere E-Books zugreifen. Und ich würde Ihnen jetzt mal zeigen, wie das aussieht. Wir haben hier einen Link zu dem Webkatalog. Das heißt, wenn Ihr Professor jetzt in dem Skript zum Beispiel drinnen stehen hat, dass Sie von dem Herrn Papula dieses Mathematikbuch benötigen, dann können Sie das hier suchen. Und Sie würden dann hier so eine Trefferliste bekommen. Und das hier ist ein Printbuch und das hier ist das E-Book.
So, wir gucken uns jetzt zuerst das Printexemplar an. Sie finden hier alle Informationen, die Sie benötigen, um das Buch bei uns zu bestellen. Das heißt, Sie müssten sagen, wer hat es geschrieben, wie heißt es, Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler. Und wenn Sie die Signatur noch hinzufügen, dann sind wir noch schneller. So, wenn Sie aber jetzt das Glück haben, so wie in diesem Fall, dass es ein E-Book gibt, dann können Sie hier ganz einfach auf den Link draufklicken. Voraussetzung ist, wie gesagt, dass Sie mit dem OpenVPN verbunden sind. Dann gelangen Sie zu der Seite des Anbieters, das ist immer der Verlag. Und in dem Fall sehen Sie, dass Springer Ihnen anbietet, das ganze Buch downzuloaden, oder Sie können das kapitelweise machen. Wenn Sie das nicht können, dann stimmt irgendwas mit Ihrem OpenVPN nicht und dann müssten Sie das prüfen. Oder Sie probieren diesen Zugang über Shibboleth, den Sie hier oben finden, über Login, Shibboleth or Athens. Und dann können Sie hier nämlich Aalen eingeben. Dann gelangen Sie wieder zu dieser Maske, die Sie dann vermutlich schon kennen, und können da die Kennungen von der Campus-IT eingeben. Und dann erreichen Sie auch Zugang zu den E-Books. E-Books bedeutet also, das ist ein Buch, das Ihnen über einen Verlag zur Verfügung gestellt wird, und die PDFs können Sie dann abspeichern. Und wie viel Sie abspeichern können, hängt immer von dem Verlag ab. So, dann wie gesagt, falls es Neuerungen gibt, wird es hier zu finden sein. Ich vermute, dass wir die Bibliothek in den nächsten Wochen auch öffnen werden. Das heißt, wir werden die Leihfristen vermutlich wieder auf 4 Wochen reduzieren und die üblichen 6 Verlängerungen verteilen, was der Dauer von einem Semester entsprechen würde. Also 4 Wochen plus 6 Verlängerungen. Oder es gibt was anderes, aber dann würde das auch hier stehen. Okay, also ich denke, das reicht jetzt mal für den Anfang. Ich wünsche Ihnen wirklich einen erfolgreichen Semesterstart. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Tschüss. Ja, okay. Gleichstellung, genau. Auch das Thema Gleichstellung ist natürlich an einer Hochschule sehr stark verankert. Und da geht es eben nicht nur darum, dass eine Hochschule familienfreundlich ist oder dass eine Lehre gendergerecht ist. Da geht es einfach auch um ein bisschen mehr. Und was genau da passiert und was wir da in diesem Bereich auf die Beine stellen, das erzählt Ihnen die Gleichstellungsbeauftragte, Frau Professor Annette Limberger. Herzlich willkommen an der Hochschule in Aalen. Mein Name ist Annette Limberger, ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule. Und jetzt werden Sie sich sicher fragen, was macht die Gleichstellungsbeauftragte, beziehungsweise wofür ist Gleichstellung notwendig? Wir versuchen tatsächlich mehr Professorinnen an die Hochschule zu bekommen. Derzeit haben wir etwa 11%, das ist doch ein bisschen wenig. Und damit wir eben auch genug Professorinnen berufen können, müssen wir unten anfangen. Das heißt, wir brauchen besonders auch mehr Studentinnen in den MINT-Fächern. MINT steht für Mathematik, Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften und Technik. Und da arbeiten wir auch sehr eng mit dem Explorino zusammen, damit wir eben auch die Technik für die jungen Frauen interessanter machen. Ein großes Anliegen ist uns die Familienfreundlichkeit an der Hochschule. Hier trägt auch unsere Kita das Einsteinchen mit bei. Es ist natürlich eher ungewöhnlich, dass man schon im Studium Kinder bekommt, aber wenn es denn so sein sollte, dann können Sie sehr früh Ihre Kinder ins Einsteinchen bringen. Wir nehmen dort die Kinder ab 6 Wochen, damit man eben auch als Studierende die Möglichkeit hat, das Studium fortzusetzen, auch wenn man eben in der Zwischenzeit Eltern geworden ist. Dann liegt uns auch die gendergerechte Lehre am Herzen. Was bedeutet das? Es geht hier natürlich nicht nur um Geschlechtsunterschiede, sondern insgesamt um Diversität. Einfach ein bisschen zu überlegen, welcher Mensch ist was für ein Typ, wie lernt er besser, wie bekommt er Inhalte besser transportiert, ist jemand eher ein Teamarbeiter oder ist jemand eher ein Einzelarbeiter. Da gibt es Geschlechterunterschiede, aber eben auch Typunterschiede, und da wollen wir gerne etwas mehr
unsere Kolleginnen und Kollegen fortbilden und weiterbilden. Wir sind aber auch Ansprechpartner, und das ist eben auch ein großer Teil unserer Arbeit bei Ungleichbehandlung. Das heißt, wenn Sie sich im Rahmen Ihres Studiums aufgrund Ihres Geschlechts, Ihrer Herkunft oder Ihrer Kultur oder etwas anderem ungerecht oder ungleich behandelt fühlen, dann sind wir die richtigen Ansprechpartner, und wir hoffen, hier eine gute Möglichkeit für Sie zu finden, Ihr Studium natürlich fortzusetzen und trotzdem aus der Ungleichbehandlung herauszukommen. Die sexuelle Belästigung, leider auch immer wieder ein Thema. Da gibt es auch einen Kollegen, wer lieber einen männlichen Ansprechpartner hätte, der Herr Professor Merkel, der mich hier unterstützt. Und wie gerade schon gesagt, das Studieren mit Kind. Dieses Bild hier, finde ich, verdeutlicht es sehr gut, was Gleichstellung bedeutet. Wir brauchen eben eine Hilfestellung, das heißt, die Gleichstellung wäre jetzt in diesem Bild die Leiter, die hilft, diese Kluft zu überbrücken, damit Frauen bessere Chancen haben, tatsächlich eben auch hier nach oben zu kommen. Wie finden Sie uns? Am besten über die Homepage der Hochschule. Das muss ich allerdings einschränkend auch sagen, dass wir telefonisch meistens nicht ganz so gut erreichbar sind. Besser ist es über E-Mail, wenn Sie über E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, hier unsere persönlichen E-Mail-Adressen. Aber es gibt auch eine übergeordnete E-Mail-Adresse, nämlich gleichstellung@hochschule-ahlen.de. Wenn Sie sich hier hinwenden, dann bekommen Sie immer die richtige oder den richtigen Ansprechpartner für Ihr Anliegen. Nun wünsche ich Ihnen einen etwas ungewöhnlichen Start in Ihr Studium, und ich hoffe, dass wir uns vielleicht doch irgendwann persönlich begegnen und nicht in einer Angelegenheit, in der ich Sie vertreten muss, aber dass wir hoffentlich bald auch wieder zur Normalität zurückkehren können. Nun noch einen guten Tag, viel Informationen für Sie und bis bald. Das war das Thema Gleichstellung. Wir kommen jetzt zu dem Thema Glauben. Und zwar haben wir hier an der Hochschule die evangelische und katholische Hochschulgemeinde und auch einen Ansprechpartner. Das ist der katholische Hochschulseelsorger Tobias Obele. Und er wird uns ein wenig was zu dem Programm der evangelisch-katholischen Hochschulgemeinde erzählen. Liebe Erstsemester, herzlich willkommen in diesen ungewöhnlichen Zeiten auch von meiner Seite. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Tobias Obele, ich bin katholischer Hochschulseelsorger hier in Ahlen, normalerweise zusammen mit Frau Steinesel, die gerade in Elternzeit ist. Covid-19 hat in extremst kurzer Zeit die Welt, wie wir sie kennen, schlagartig verändert. Es gibt immer noch sehr viele Infizierte und Kranke, sehr viele Tote und nicht zuletzt auch sehr viele Einschränkungen unseres alltäglichen Lebens und unserer verschiedensten Lebensbereiche. Deshalb möchte ich diese Situation, in der viele Menschen stecken, aufgreifen und für uns ein Gebet sprechen. Herr unser Gott, wir empfehlen dir alle Erkrankten und bitten für sie um Trost und Heilung. Sei den Leidenden nahe, tröste jene, die traurig sind. Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie. Allen Pflegenden Kraft und eine innere Gelassenheit in dieser extremen Belastung. Den Entscheidungsträgern schenke die notwendige Besonnenheit und den Mut zum Entschluss. Wir beten für alle, die in Panik und von Angst überwältigt sind. Wir bitten um Frieden inmitten des Sturms und um klare Sicht. Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden erlitten haben oder befürchten. Guter Gott, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen und niemanden umarmen können. Berühre du ihre Herzen mit deiner Güte und Sanftmut. Und wir beten darum, dass diese Pandemie zurückgeht und bald wieder Normalität einkehrt.
Mach uns dankbar für jeden einzelnen Tag in Gesundheit. Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist, unser Leben endlich ist und wir nicht alles kontrollieren können. Du allein bist ewig. Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. Auf dich vertrauen wir. Schenke allen an der Hochschule, besonders auch denen, die neu hier starten, Kraft, Gelassenheit, Mut und die nötige Gesundheit. Amen. Ja, ich hoffe, dass wir möglichst bald wieder einen gewohnten menschlichen Umgang miteinander haben werden und wir die Lehren, die aus einer solchen Krise gezogen werden, nicht vergessen und auch dann wirklich in die Tat umsetzen. Kurz möchte ich euch die EKHG Aalen vorstellen. Als evangelische und als katholische Hochschulgemeinde sind wir für jeden und jede offen, gleich welcher Konfession oder Religion. Und wir sind ökumenisch ausgerichtet. Wir sind für euch da mit unseren Angeboten und Veranstaltungen, die ihr dem ausliegenden Flyer oder auch natürlich jetzt gerade in dieser Zeit auf der Homepage der Hochschule entnehmen könnt. Neben Filmabenden, Gottesdiensten, internationalen Abenden, einem regelmäßigen Mittagstisch und auch dem Verkauf von fair gehandelten Waren und Süßigkeiten haben wir aber auch immer ein offenes Ohr für euch bei allen Fragen zu Studium, Lebens- oder Berufsplanung. Oder ihr kommt, wenn es wieder offiziell erlaubt ist, bei uns einfach auf eine kostenlose Tasse Kaffee oder Espresso vorbei, um einfach mit uns Kontakt aufzunehmen oder einmal im geschützten Rahmen etwas loszuwerden, was euch schon lange unter den Nägeln gebrannt hat oder auch vielleicht euch das Leben schwer gemacht hat. Wo wir zu finden sind, ganz einfach, folgt diesem Video. Ja, liebe Erstsemester, die Cafeteria ist bis auf Weiteres auf dem Burren geschlossen. Nichtsdestotrotz möchte ich euch verraten, wo wir mit unserem Raum zu finden sind. Wir gehen einfach in die Cafeteria auf dem Burren. Hier ist zurzeit noch gar nichts los, weil eben die Beschränkungen noch gelten. Und wir gehen einfach rechts vorbei, den langen Gang entlang, an den Getränkeautomaten vorbei. Und am Ende des Tunnels ist bekanntlich Licht und natürlich auch unser EKHG-Raum zu finden mit Bartisch, mit Sitzgelegenheiten und in der Ecke wartet auch unser Kaffeeautomat, der immer zu einer guten Tasse Kaffee einlädt. Ja, herzlich willkommen dann, wenn die Einschränkungen irgendwann mal gelockert werden und Sie einfach auch in die Hochschule gehen dürfen, nicht nur virtuell, sondern auch wirklich physisch. Ganz herzliche Einladung. Wir wünschen euch jetzt einen guten digitalen Einstieg ins Semester. Wir hoffen, dass wir uns bald auch physisch an der Hochschule Aalen einmal treffen und kennenlernen und wünschen euch jetzt für den Semester- und Studiumsstart viel Freude, Vertrauen, Kraft und auch die nötige Gelassenheit in dieser wirklich ungewöhnlichen Zeit. Alles Gute von uns, viel Erfolg hier an der Hochschule und natürlich auch Gottes Segen. Euer Hochschulseelsorger Tobias Obele. Vielen Dank, Herr Obele, für die Vorstellung der Evangelischen Katholischen Hochschulgemeinde. Wir kommen jetzt zu einem Thema, was auch bei uns jetzt mittlerweile an der Hochschule Aalen stark verankert ist, und zwar das Thema Gründung. Und mit der Gründerinitiative Startup.de und dem Innovationszentrum auf dem Campus Teilburren sind wir an der Hochschule Aalen entsprechend sehr gut aufgestellt. Und was das Team um Startup.de so alles macht, das erzählen Ihnen jetzt die Mitarbeiter. We'll be right back.
schnell zusammen. Wir sind Chris und Felix. Wir sind vom Startup.de-Team, heute auch mit 1,5 Meter Abstand. Wir sind Teil der Gründungsinitiative der Hochschule Aalen. Das heißt, wenn ihr später mal eine gute Idee habt oder ihr möchtet bei einem Startup mitwirken, dann sind wir eure Ansprechpartner dafür. Wir machen Campusveranstaltungen und Workshops, welche jetzt eben digital stattfinden, zum Beispiel zum Thema Kreativität oder wie ihr eure Ideen konkret ausarbeiten könnt. Dafür bekommt ihr auch Social Credit Points, welche ihr sowieso im Laufe des Semesters sammeln müsst. Normalerweise findet ihr uns oberhalb von der Cafeteria im Hauptgebäude oder im Innovationszentrum am Campus Talboren, jetzt durch Corona eben online über Social Media oder über unsere Webseite. Viel Spaß im neuen Semester, wünscht euch euer Startup.de. Ja, also wie gesagt, wenn Sie jetzt schon eine geniale Idee haben für die Zukunft, melden Sie sich beim Startup-Team. Dort bekommen Sie die entsprechende Unterstützung, um dieses Business auf die Beine zu stellen. Wir kommen jetzt zum Studierendenwerk Ulm. Das Studierendenwerk Ulm ist unser Partner, also Partner der Hochschulen, aber auch der Studierenden und zuständig für die Hochschulen in Aalen, in Biberach, in Schwäbisch Gmünd, in Heidenheim und in, natürlich eben auch in Ulm und kümmert sich in erster Linie um zum Beispiel für die, um die Campus-Gastronomie, also über die Mensen und die Cafeterien, dann um die BAföG-Beratung. Hier ein kleiner Tipp, wenn Sie noch keinen BAföG-Antrag gestellt haben, stellen Sie auf jeden Fall einen Antrag auf Fristwahrung. Damit sichern Sie sich immer den aktuellen Monat, bevor Sie den aktuellen Antrag dann einreichen. Dann kümmert sich das Studierendenwerk Ulm auch um das Thema Wohnen, aber auch um Serviceleistungen, wie zum Beispiel die Verhandlungen zum Semesterticket, das Chipkarten-Clearing und Autoload. Unter anderem bietet das Studierendenwerk Ulm auch eine psychosoziale Beratung an. Hier müsste man allerdings im Vorfeld einen Einzeltermin vor Ort beantragen oder vereinbaren unter der E-Mail-Adresse pbs@studierendenwerk-ulm.de. Genau, weitere Informationen zur aktuellen Situation finden Sie auf der Homepage vom Studierendenwerk Ulm. Da gibt es auch noch mal ein kleines Filmchen mit dem Geschäftsführer Klaus Kaiser, der auch ein wenig was dazu erzählt. Ja, okay. Dann wären wir jetzt schon bei dem großen Thema studentisches Engagement und studentische Initiativen, was nicht weniger wichtig ist hier an der Hochschule oder generell an einer Hochschule, denn studentisches Leben kann nur dann funktionieren, wenn auch Studierende sich entsprechend engagieren. Und das Tolle ist, man ist mit Studenten zusammen, man erweitert seine Social Skills und fördert dabei aber auch natürlich auch noch das Leben an der Hochschule, wie zum Beispiel Hochschulsport, Exkursionen, Kunst und Kultur, Projekte, Partys, Events. Und wie gesagt, das funktioniert eben nicht ohne Ihre Unterstützung. Die erste Initiative, die wir vorstellen wollen, ist die verfasste Studierendenschaft. Das ist das offizielle Hochschulgremium, was alle 4 Jahre von Ihnen gewählt wird. Und wie sich die VS zusammenstellt, das sehen wir jetzt hier im Video. Du bist neu an der Hochschule? Du willst dich selber einbringen und dazu noch Social Credit Points bekommen? Dann ist die verfasste Studierendenschaft genau das Richtige für dich. Aber ganz von vorne. An der Hochschule Aalen gibt es zurzeit über 5000 Studierende. Die verfasste Studierendenschaft ist eine Gliedkörperschaft der Hochschule. Alle Studierenden gehören ihr automatisch an und gliedern sich in die 5 Fachschaften Chemie, Elektronik und Informatik, Maschinenbau und Werkstofftechnik, Optik und Mechatronik sowie Wirtschaftswissenschaften auf. Die zentralen Gremien der VS sind der Studierendenrat und der Allgemeine Studierendenausschuss. Alle Studierenden sind berechtigt, an den Wahlen für den Studierendenrat, kurz STURA, teilzunehmen. Die Studierenden können sich hierbei selber aufstellen lassen oder ihre Vertreter wählen.
Der Stura ist das legislative Organ der VS und setzt sich aus 4 gewählten studentischen Senatsmitgliedern, den 5 Fachschaftssprechern und 16 direkt gewählten Studierenden zusammen. Aber was macht nun der Studierendenrat? Der Studierendenrat regelt die Verteilung der finanziellen Mittel der VS und entscheidet über grundsätzliche Angelegenheiten. Zudem wählen und kontrollieren die Mitglieder des Studierendenrats den Allgemeinen Studierendenausschuss, kurz AStA, womit wir bei der nächsten Institution wären, der AStA. Der Allgemeine Studierendenausschuss ist das exekutive Organ der VS und führt die laufenden Geschäfte, setzt die Beschlüsse des Sturas um und organisiert kulturelle Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Hochschulchor. Zudem beteiligt sich der AStA an diversen Arbeitskreisen der Stadt Aalen, des Jugendwerks Aalen und der Hochschule. Bist du neugierig geworden oder hast noch Fragen? Dann komm einfach vorbei. Du findest uns in Raum 208 im Hauptgebäude. Wir freuen uns auf dich. Ja, vielen Dank an die VS für das sehr informative Filmchen. Wir gleiten auch gleich rüber in den anderen Studierendenausschuss, und zwar den USTA. Das ist der unabhängige Studierendenausschuss. Und hierzu wird uns die Studentin Pia Wagner als Vorstand ein wenig was zum Programm erzählen. Hi und herzlich willkommen auch von uns zu dieser etwas außergewöhnlicheren Erstsemesterbegrüßung. Auch wenn wir euch nicht in der Stadthalle begrüßen können wie letztes Semester, möchten wir euch trotzdem kurz den USTA vorstellen. Ich bin Pia und bin zusammen mit Roland und Puddy Vorstand des USTA der Hochschule Aalen. USTA ist die Abkürzung für Unabhängiger Studierendenausschuss. Wir sind ein studentischer Verein an der Hochschule in Aalen mit derzeit knapp 90 aktiven Mitgliedern. Unter dem Motto Studierende zusammenbringen, sorgen wir dafür, dass ihr neben eurem Studium auch ein geiles Studentenleben hier in Aalen habt. Wir organisieren viele Veranstaltungen für euch, zum Beispiel das Hochschulkino. Normalerweise findet unser Hochschulkino jeden Dienstag im Audimax in der Hochschule statt. Außerdem organisieren wir einmal im Jahr im Oktober die Aalener Industriemesse. Hier habt ihr die Möglichkeit, Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen für Praktika, Auslandsaufenthalte oder euren späteren Job. Natürlich dürfen auch Partys nicht fehlen. Deshalb organisieren wir jedes Semester die Nui Party und ein paar Mal im Semester die Night of Students für euch. Normalerweise habt ihr die Möglichkeit, uns in der ersten Woche bei unserer legendären Erstsemester-Kneipentour kennenzulernen. Auch unser Meet and Greet findet normal direkt am Anfang vom Semester statt, indem ihr uns besser kennenlernen könnt und mehr darüber erfahrt, was wir machen. Aufgrund von Corona können all die Veranstaltungen dieses Semester leider nicht stattfinden. Es war alles schon geplant und organisiert für euch und wir sind mindestens genauso traurig, dass wir vorerst keine Veranstaltungen machen dürfen. Wenn ihr trotzdem ein bisschen mehr über uns erfahren wollt, dann folgt uns auf Instagram und abonniert uns bei Facebook. Hier bekommt ihr immer alle aktuellen Infos und erfahrt als Erster, wenn es was Neues zu unseren Veranstaltungen gibt. Damit ihr uns trotz Corona noch ein bisschen kennenlernen könnt und erfahrt, warum wir das alles machen, haben wir ein paar kleine Videobotschaften für euch zusammengeschnitten. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, wir können uns bald wieder in Real Life an der Hochschule in Aalen sehen. Ich bin die Luisa, ich studiere Optical Engineering. Und ich bin im ersten Semester durch die Kneipentour in den USTA gekommen. Und ich bin gerne im USTA, weil mir macht Spaß, bei den großen Veranstaltungen, wie zum Beispiel bei der AIM oder bei der Nui Party, bei der Organisation mitzuhelfen. Hi, servus. Ich bin der Fabi. Ich studiere internationale BWL im zweiten Semester. Und für mich ist mein Studium nicht nur dazu da, um die Studieninhalte zu erlernen, sondern auch um Soft Skills wie soziale Kompetenzen zu erlernen. Und hier bei der USTA habe ich die perfekten Möglichkeiten dazu und die Arbeit in unserem Team macht auch echt Spaß. Hallo, ich bin der Putti. Ich studiere Elektrotechnik. In der ersten Semester bin ich mit Freude in die USTA gekommen. Ich bin so seit der dritte Vorstand. Es macht mir Spaß, bei den USTA-Veranstaltungen zu helfen. Hey, ich bin Anna und ich bin im USTA, weil man da verschiedene Leute kennenlernen kann und ich mich gern sozial engagiere.
Ja, vielen Dank an den Uster e.V. Der Hochschule Aalen. Es gibt natürlich noch ein tolles Projekt, und zwar ist es ein fakultätsübergreifendes Projekt, welches wir hier an der Hochschule Aalen haben, Und zwar ist es das Emotion Rent Team. Die haben ihr Büro oder ihre Werkstatt im Hubgebäude. Und das Emotion Rent Team hat sich zur Aufgabe gemacht, jedes Jahr einen niegelnagelneuen Rennwagen für die Formula Student zu konstruieren und zu entwickeln, mit dem sie dann eben auch auf Events unterwegs sind. Wie das alles so funktioniert um das Emotion Rennteam, das erzählt der Jens Herzfelder. Hi, mein Name ist Jens und ich bin CEO des Emotion Rennteams. Normalerweise sind wir hier in der Werkstatt zu finden, um gemeinsam einen Rennwagen für die Formula Student zu entwickeln, zu konstruieren und zu bauen. Gerade sind wegen Corona alle im Homeoffice. Normalerweise sieht es hier so aus. Für so ein Projekt braucht es einige an Unterstützer, weswegen wir mit einigen Sponsoren zusammenarbeiten, die es immer wieder neu zu akquirieren gilt. Am Ende der Saison geht es dann auf die Events. Hier haben wir zum Beispiel in der vergangenen Saison den ersten Platz beim Cost Report geholt. Wie das Event aussieht, könnt ihr jetzt sehen. www.emotion-renting.de/bewerben und folgt uns auf unseren Social Media Kanälen. Bis dann! Ja, also, egal ob Emotion Rennteam, Uster e.V., die VOS oder eventuell sogar in einem Fakultätsgremium, Engagement lohnt sich. Man hat die Möglichkeit, während des Studiums auch nochmal über den Tellerrand hinauszuschauen und seine eigenen Social Skills auch nochmal zu erweitern. Also, engagieren Sie sich, es lohnt sich.
Wir kommen jetzt nochmal zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt, und zwar das Zentrale Prüfungsamt und die studentische Abteilung stellen sich jetzt nochmal vor zum Thema Studien- und Prüfungsordnung und den rechtlichen Parametern. Also hier gilt es jetzt nochmal wirklich die Lausche aufzusperren und Herrn Elser auch zu folgen. Hallo, liebe Erstsemester. Herzlich willkommen an oder in diesem Semester vielleicht besser bei der Hochschule Aalen. Mein Name ist Kai Elser und ich bin der Leiter des Zentralen Prüfungsamtes hier an der Hochschule. Und ich möchte Ihnen heute ein paar rechtliche Grundlagen für Ihr Studium mit auf den Weg geben. Eine der wichtigsten Grundlagen Ihres Studiums ist die Studien- und Prüfungsordnung. Sie bildet die rechtliche Grundlage für Ihr Studium und enthält Ihre Rechte und Ihre Pflichten als Studierender. Die Studien- und Prüfungsordnung ist aufgeteilt in einen allgemeinen und einen speziellen Teil. Im allgemeinen Teil stehen eben Regelungen, die für jeden Studiengang gültig sind. Zum Beispiel, wie viele Prüfungen Sie im Praxissemester schreiben dürfen, die Anerkennung von Leistungen, der wir in der nächsten Folie noch eingehen, und auch den Ausschluss vom Studium. Auch hierzu gleich noch eine Folie. In den speziellen Regelungen sind Regelungen für die einzelnen Studiengänge enthalten. Zum Beispiel, welche Vorlesungen finden denn in welchem Lehrplansemester statt, das sogenannte Curriculum. Aber auch zum Beispiel Mindest-Credit-Punkte-Zahlen. Also nach welchem Semester müssen Sie wie viele Creditpunkte erreichen? Das ist in den Studiengängen zum Teil sehr verschieden. Gleichwertige Studienleistungen, die Sie in Vorstudien oder in einem Auslandsstudium erbracht haben, können hier in Aalen auf Ihr Studium anerkannt werden. Diese Anrechnung erfolgt nur auf Antrag. Dieser Antrag ist innerhalb einer Frist von 6 Wochen nach Vorlesungsbeginn zu stellen, und zwar entweder jetzt am Anfang von Ihrem Studium für Leistungen, die Sie von einer anderen Hochschule mitbringen, oder wenn Sie im Auslandsstudium waren, nach dem Auslandsstudium folgenden Semester. Dieser Antrag ist dann beim Zulassungs- und Anerkennungsamt Ihres Studiengangs einzureichen. Und ein entsprechendes Antragsformular finden Sie natürlich auf unserer Homepage. Ja, nun sind Sie den ersten Tag hier und ich erzähle Ihnen schon etwas vom Ausschluss vom Studium. Aber wir möchten Sie ja so weit vorbereiten auf Ihr Studium, dass Sie keine bösen Überraschungen erleben. Das Studium kann zu Ende sein, wenn Sie eine Wiederholungsprüfung nicht bestehen. Wenn es die erste Wiederholung, also der zweite Prüfungsversuch ist, den Sie nicht bestehen, haben Sie noch die Möglichkeit eines Antrags an den Prüfungsausschuss, der dann entscheiden kann, ob Sie einen dritten Prüfungsversuch machen dürfen. Wenn Sie aber diesen dritten Prüfungsversuch auch nicht bestehen, haben Sie leider keine weitere Wiederholungsmöglichkeit. Ihr Studium wäre in diesem Fall dann beendet. Ebenso gilt es, Zeitgrenzen zu beachten. Die zulässige Höchstdauer von Grund- oder Hauptstudium. Wird diese überschritten, endet ebenfalls das Studium. Das Grundstudium sind im Bachelor in der Regel 3 Semester. Diese dürfen Sie um 2 überziehen. Das Hauptstudium insgesamt um 3. Zusammen also maximal 3 Semester, beim Bachelor 7 Semester plus 3, also maximal 10 Semester. Dann müssen Sie Ihr Studium beendet haben. Es gibt auch studiengangsspezifische Regelungen. Zum Beispiel, wenn Sie zu wenig Creditpunkte nach einem bestimmten Semester ausweisen oder zu wenig bestandene Module nach einem bestimmten Semester haben. Die Regelungen sind hier sehr verschieden in den einzelnen Studiengängen. Schauen Sie sich einfach mal die Regelungen in Ihrem Studiengang an. Immer gilt natürlich keine Panik. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne über Ihre Möglichkeiten. Wichtig für Ihr Studium ist auch das sogenannte Curriculum. Das sind die tabellenförmigen Auflistungen in der Studien- und Prüfungsordnung. Hier wird Ihnen gezeigt, in welchem Lehrplansemester die einzelnen Veranstaltungen und damit auch die einzelnen Prüfungen stattfinden.
Sie sehen auch in der letzten Spalte CP, wie viele Credit Points die einzelnen Veranstaltungen geben. Wichtig hier zu wissen, wenn Veranstaltungen hinten mit Credit Points einzeln aufgeführt werden, wie zum Beispiel die Buchführung, die Einführung Volks- und Betriebswirtschaftslehre und die Materialwirtschaft mit Übungen mit 2, 4 und 4 Punkten, dann gibt es hier auch 3 verschiedene Prüfungen. Wenn Sie ganz unten das Modul Recht anschauen, dann gibt es 2 Veranstaltungen, Grundlagenrecht und Wirtschafts- und Arbeitsrecht. Diese geben zusammen 5 Punkte. Daraus können Sie auch schließen, dass hier eine gemeinsame Prüfung stattfindet. Nähere Angaben zu den einzelnen Modulen und Lehrveranstaltungen finden Sie in den Modulbeschreibungen. Hier wird zum Beispiel aufgelistet, welche Literatur hier verwendet wird, aber auch welche Prüfungsform stattfindet, zum Beispiel hier eine Klausur mit 90 Minuten oder welche Hilfsmittel Sie in der Prüfung verwenden dürfen. Diese Modulbeschreibung finden Sie bei Ihrem Studiengang auf der Homepage. Bitte schauen Sie hier einfach in den einzelnen Veranstaltungen hinein, dass Sie entsprechend Bescheid wissen. Nun habe ich schon immer wieder von Credit Points gesprochen. Was sind das eigentlich, diese Credit Points? Diese Credit Points oder auch ECTS-Leistungspunkte beschreiben den Umfang einer Studienleistung. Ein CP entspricht dabei 30 Stunden Workload. Und diese CP erhalten Sie für bestandene Leistungen. Ein Semester umfasst 30 CP. Unsere Bachelorstudiengänge an der Hochschule Aalen haben insgesamt 210, die Masterstudiengänge 90 CP. Wenn Sie schon mal auf unsere Homepage geschaut haben, finden Sie hier zahlreiche Studien- und Prüfungsordnungen. Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, welche denn für Sie gilt. In unseren Online-Tools und der Prüfungsverwaltung Notenspiegel Studienverlauf können Sie nachschauen, in welcher Version Sie eingestuft sind. Wie gesagt, diese SPOs finden Sie dann auf unserer Homepage. Und hier sind auch die aktuellsten Fassungen sowie Änderungen, die hier vorgenommen werden, eingestellt. Über ganz wichtige Änderungen informieren wir Sie auch über sogenannte Studietelegramme. Wir versenden diese von der studentischen Abteilung, um Sie so immer auf dem Laufenden zu halten. Ganz wichtig, diese werden über Ihre Hochschul-E-Mail-Adresse an Sie versendet. Rufen Sie also bitte Ihre Hochschul-E-Mail-Adresse, die sogenannte StudMail, immer regelmäßig ab, damit Sie auf dem Laufenden sind. Wichtige Termine finden Sie auf unserem Termin- bzw. Semesterplan. Dieser wird jedes Semester vom Senat der Hochschule Aalen verabschiedet und beinhaltet wichtige Termine, zum Beispiel, wann man sich für das nächste Semester zurückmelden muss, wann der Prüfungszeitraum stattfindet und wann die Prüfungen angemeldet werden können. Beachten Sie auf diese Termine. Oft gibt es auch eine Nachfrist. Das ist dann aber meistens mit Gebühren verbunden. In diesem Semester achten Sie bitte ganz genau und schauen Sie bitte immer aktuell auf unsere Homepage. Aufgrund der Sondersituation haben sich die Termine natürlich verschoben. Der ursprüngliche Terminplan, der hier abgebildet ist, gilt nicht mehr. Während der Zulassung haben Sie schon Bekanntschaft mit unseren Online-Tools gemacht. Aber auch als Student können Sie sich hier einloggen mit Ihrer Matrikelnummer und Ihrem Hochschulpasswort. Für Ihre Zulassung haben Sie sich hier auch schon als Student eingeloggt und die Bezahlung der Gebühren vorgenommen. Im Bereich Studienverwaltung können Sie außerdem sich Studienbescheinigungen erstellen und das für alle Semester, in denen Sie hier studieren. Für das aktuelle Semester haben Sie auch die Möglichkeit, eine englische Bescheinigung auszudrucken, zum Beispiel für die Vorbereitung eines Auslandssemesters. Sie haben hier den Überblick über Ihr Gebührenkonto und Sie können Ihre Kontaktdaten ändern. Das ist ganz wichtig. Sie haben eine Semesteradresse zur Verfügung oder auch eine Heimatadresse.
und Sie können Ihre aktuelle Postanschrift festlegen. Wenn Sie also in den Semesterferien an Ihrer Heimatadresse sind, ändern Sie Ihre Postadresse bitte auf Ihre Heimatanschrift, damit wir Ihnen wichtige Post auch direkt zustellen können. Im Bereich Prüfungsverwaltung finden Sie die Prüfungsan- und Abmeldung. Hier können Sie in den vom Terminplan festgelegten Zeiträumen Ihre Prüfung an- oder auch wieder abmelden. Schauen Sie bitte nach der Anmeldung auch über den Reiter Info über angemeldete Prüfungen, ob das System Ihre Anmeldung korrekt verbucht hat. Außerdem können Sie hier Ihren aktuellen Notenspiegel abrufen und auch ausdrucken, falls Sie diesen zum Beispiel für die Bewerbung fürs Praxissemester benötigen. Noch wichtig bei den Online-Tools: durch einen Klick auf die kleine britische Flagge am oberen rechten Bildrand können Sie die Sprache auf Englisch umstellen. Sie erhalten dann die ganze Seite und auch die PDF-Dateien, wie zum Beispiel den Notenspiegel, in englischer Sprache. Ganz neu in diesem Semester ist die Vorlesungs- und Prüfungsplanung mit dem Tool Starplan. Als Student können Sie sich hier Ihren ganz persönlichen individuellen Stundenplan zusammenstellen. Loggen Sie sich dafür mit Ihrer Matrikelnummer und Ihrem Passwort ein. Mit dem Reiter Stundenpläne können Sie dann Ihren Standardstundenplan sehen. Mit dem Reiter Plan konfigurieren können Sie neben Ihrem normalen Kursplan einen eigenen Plan erstellen, wenn Sie zum Beispiel zusätzliche Veranstaltungen besuchen möchten. Beachten Sie dabei bei der Auswahl mit Datum, erhalten Sie einen wöchentlichen Plan, mit der Auswahl mit Sonderterminen auch spezielle Termine. Einzelne Pläne können Sie in diversen Online-Kalendern abspeichern. Hierfür können Sie eine iCal-Datei erzeugen, die Sie dort wieder einspielen können. Einzelne Pläne können Sie auch über die Funktion Informiert bleiben, Speichern, abonnieren. Sie werden dann über Änderungen per E-Mail informiert. Eine detaillierte Anleitung sowie Ansprechpartner finden Sie auf der Homepage der Hochschule Aalen unter Raummanagement. Ja, liebe Erstsemester, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und kommen Sie nun gut in und durch Ihr Studium hier an der Hochschule Aalen. Ja, vielen Dank an Herrn Elser zu den Informationen aus dem Zentralen Prüfungsamt. Weitere aktuelle Informationen auch zum Thema Corona und Lehrbetrieb finden Sie immer aktuell auf unserer Hochschulseite hs-aalen.de. Gezielte Infos dann bitte auf Ihren Studiengangsseiten und alle Informationen zum Studienbeginn oder Studienstart finden Sie auf hs-aalen.de/infos-studienanfänger. So, und ich würde mal sagen, ich schaue jetzt nochmal in die Instagram-Story. Ich habe ja zwischendurch mal ein bisschen verfolgt. Also sie sieht schon sehr, sehr wild und bunt aus, was mir sehr gut gefällt. Erste Erkenntnis, viel Kaffee und viele leckere Snacks. Das läuft schon mal recht gut bei Ihnen. Aber ich denke, da geht noch ein bisschen was. Und deshalb würde ich einfach nochmal sagen, wie gesagt, @Hochschule Aalen auf Instagram. Wir posten Ihre Bilder. Und damit das jetzt auch nochmal ein bisschen locker läuft, würden wir jetzt nochmal das tolle Video von Dance Monkeys einspielen. Und hier sage ich auch nochmal speziell nochmal wirklich riesengroßen Dank an Katharina und Markus Peter für die musikalische Unterstützung und alle Beteiligten, die daran mitgewirkt haben. Wie gesagt, ich glaube, ich habe Herrn Professor Scheuermann gesehen, Herr Schneider ist durchs Rektorat getanzt, Konstanze Richter war dabei, Professor Schmidt auf dem Skateboard. Ja, und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn jetzt hier noch ein paar Bilder kommen auf Instagram. Von meiner Seite bleibt noch eins zu sagen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im Studium. Alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund, das ist das Wichtigste. Und wir sehen uns bald. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. Though mine, I like your style. Here you make me, make me, make me wanna cry. Now I beg to see you dance just one more time. They say, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, oh, oh. When you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eye. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. Oh my, I like your style. Here you make me, make me, make me wanna cry. You just beg to see me dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. Never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. Move for me, hey, hey. And when you're done,